So Leute, hier sind wir wieder bei Dokkan Battle und ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier wieder auf Twitch live. Wie gesagt, ihr dürft mich natürlich da gerne abonnieren, wenn ihr natürlich alles vorher sehen möchtet, denn ich schneide dieses Video so ein bisschen, denn wir haben heute einiges zu tun. Eigentlich hatte ich ja gestern gesagt, dass wir, also wir machen auf jeden Fall heute mein Team, dass wir das heute auf jeden Fall vollständig awaken, die Charaktere. Wir haben beim letzten Mal, gestern habe ich gesagt, eigentlich machen wir heute diesen hier. Dass wir den hochbringen. Das habe ich aber schon heute gemacht. Konnte nicht mehr abwarten. Aber allerdings haben wir noch diesen Charakter, der noch hochgelevelt werden müsste. Diese Mission ist gerade auch offen. Und wir haben natürlich noch den Thales, der natürlich auch noch hochgeupt werden müsste. Da weiß ich gar nicht, ob die Mission online ist. Muss ich mal gucken. Ist sogar online, perfekt. Das heißt also, ich werde das natürlich auf YouTube natürlich in drei Staffeln kürzen. Das heißt also, wir farmen hier heute diese Medaillen und diese Medaillen. Und dann mal gucken, welche ich dann noch farme mit euch. Auf jeden Fall werde ich das alles auf YouTube teilen. Wenn ihr das natürlich schon vorher sehen möchtet, dann dürft ihr mich gerne, wie gesagt, auf Twitch abonnieren. Das wäre natürlich sehr geil. Dann hätte ich auch ein bisschen mehr Motivation, dort zu streamen. Weil, naja, ihr seht es ja. Oben links steht die 0 Zuschauer und so macht es eigentlich eher weniger Spaß. Aber wer klein anfängt, also man muss klein anfangen, so mache ich das natürlich, ne? So, wir haben hier zwei Missionen, das heißt, also, wir kriegen wahrscheinlich noch einen Stone, ja, sogar 5. Wir nehmen ich noch gerne mit. Ja, was wird heute unser Plan sein? Genau. Wir gehen jetzt erstmal aufs Team, denn wir gehen hier auf Thales. So, da. Ich würde sagen, nämlich wir fangen mit denen an, weil der kann sich ja auch verwandeln. Und dass wir diesen auf jeden Fall starten, den guten. Und ja, mal sehen, ob wir das schaffen. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir gucken mal. Wie gesagt, Versuch macht klug oder wie man das auch nennt. Ich werde natürlich direkt mit zweimal anfangen, denn zweimal ist natürlich wichtig. So, wir machen natürlich hier einen Filter an, denn ich brauche AGL-Helden. Und zwar einen Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution. Natürlich haben wir gerade oben einen gehabt. Ich gucke nur, ob einer noch vielleicht ein Rainbow da ist, aber nein. Ist jetzt aber auch eigentlich nicht so wichtig. Items nehme ich sicherheitshalber natürlich mal mit. Ich nehme eine Sensebohne, nehme ich wohl mit. Diesen kleinen Geist hier und zum Schluss nehme ich mal 8 hier mit. Das sollte eigentlich schon genügen. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze dann mal. Und holen das Beste natürlich aus dem Team raus. Wir haben 386.000 Leben. Also wie gesagt, ich habe durch meinen Kumpel habe ich mich ein bisschen helfen lassen. Der hat mir auf jeden Fall dieses Team zusammengebaut. Der hat natürlich auch auf meinem Kanal erklärt, wie er Teams am besten baut. Falls wer natürlich von euch auch Probleme hat, der sollte auf jeden Fall das Video gucken, wo er das auf jeden Fall erklärt. Genau. Da gibt es nämlich eine prima Seite und dort erklärt er eigentlich alles, wie man da am besten was erstellt. Natürlich ist das Portal ein bisschen schwerer, weil man hier gleich 5 Gegner auf einmal hat. Ist natürlich ein bisschen schwerer, aber das sollten wir trotzdem hinkriegen. So. Genau, das ist ein SDR-Type. Dann haben wir Tag. Wir nehmen ihn natürlich für Tag. Wir machen das schon richtig. Und den physischen nehmen wir den hier. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Schaden gedrückt. Mal sehen, ob wir ihn direkt killen. Ich denke aber nicht. Das wird auf jeden Fall nichts. Ah, doch. Also wie gesagt, mit dem Vegeta ziehe ich Unmengen an Damage momentan. Das ist nicht mehr normal, auswendig, dass es gerade mein Friend zwar ist, aber auch mein Vegeta macht zu viel Schaden. Ich feiere das. Wir haben jetzt schon 2 Helden gekillt. Nur mit dem Vegeta, also ohne den Vegeta wäre mein Team längst nicht so gut. Der Vegeta ist echt klasse. Der Ultra-Instinkt darf natürlich auch nicht fehlen. Und Batsch, nächster. 1 Million Schaden, das ist so fucking viel. Der Kleine macht jetzt nicht so viel Damage, das ist klar. Und wir kriegen auch mit ihm ein bisschen Damage. Aber das macht überhaupt nichts. Denn wir sind auf jeden Fall gut gewappnet, wie man das auch nennen kann. Genau, so, wir nehmen mal hier, nämlich die hier für ihn. Du hast natürlich so welche. Wir kriegen natürlich auch pro, wenn wir jetzt zum Beispiel ihn mit einer blauen
Bällchen da treffen, was wir leider gerade nicht haben. Dann kriegen wir ein bisschen Leben wieder her. Ist nice. Ich find's cool. Also wir zieht, er zieht uns auch kaum was. Ich meine, 43.000 ist zwar ein bisschen was, aber wir ziehen natürlich doppelt so viel, dreifach so viel. Und das macht einfach so Bock. So Laune. Also. Zack. Wir ziehen zwar eh nicht wirklich viel, weil wir, ich sag mal, sie sind im Nachteil vom Typ her, aber er macht dann den Rest mit 985.000, ein verdammt hoher Damage. Jetzt wird es natürlich schon ein bisschen leichter, weil wir jetzt ja Turles als einzelnen Gegner haben, das heißt also nicht mehr ganz so schwer. Hier müssten wir mal gucken, denn wir müssen natürlich darauf achten, wir haben jetzt hier 161.000 mit 95.000 Death. Ist natürlich okay, allerdings muss man natürlich auch gucken, ob das vielleicht so besser ist. Ja, wir haben da auf jeden Fall ein bisschen besser, so würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier die Blauen einsammeln, dann achten wir auf das Leben. Wir haben jetzt fast oder mehr als 10.000 wiederbekommen. Hier ebenso. Und beim Vegeta kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen Leben wieder. Und das ist halt dieses Team, was ich richtig nice finde. Wir kriegen immer pro Orb so ein bisschen Leben wieder. Feier ich, finde ich cool. So. Und ich sage, mit Vegeta machen wir so viel Unmengen Damage. Und Ultra Instinct darf natürlich auch nicht fehlen, der macht auch wieder, also wäre es auch wichtig. Und zack, auch besiegt. Oder beziehungsweise auch, na gut, wir kriegen jetzt einen Killdriver ins Gesicht, das tut bestimmt ein bisschen weh. 63.000 ist noch zu verkraften. Aber Vegeta ist auch nice, also auch wichtig für das Team. Big Bang. Und wir haben ihn gestunt. Und unser Vegeta verwandelt sich. Auch mal endlich. Jetzt müsst ihr euch mal gleich angucken, wenn die beiden sich buffen, wie stark die beiden sind. Das ist richtig krass. 149.000. Und wenn der Vegeta sich natürlich noch hoch levelt, wie man das auch nennt, hoch verwandelt, wird er natürlich noch stärker. Allerdings, er ist Int-Typ. Gut, wir haben jetzt hier mehr Death. Obwohl, eigentlich haben wir gar nicht so viel Unterschied. Ich nehme ihn mal als ersten. Kriegen jetzt bestimmt ein bisschen Damage, aber es sollte mich nicht weiter stören. Weil er müsste 100% besiegt sein. Aber wir kriegen gar nicht so viel Damage. Also eigentlich gar nichts. 52 ist nichts. Und damit sollte er schon besiegt sein mit der Final Flash. 1.000.000. 64.000 ist ein verdammt hoher Damage. Und da müssten wir eigentlich auch schon den letzten Talis besiegen, ein Tech-Typ. Das finde ich nicht so gut, weil mein Vegeta ist da natürlich im Nachteil. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. So, wir haben natürlich Ultra Instinct, das ist natürlich auch wichtig. Und Talis. Ich denke mal, also diesen Zug werden wir auf jeden Fall 100% überleben. Wir haben auf jeden Fall noch genug Leben, auch wenn das jetzt ziehen wird. 71.000 ist trotzdem noch alles im Rahmen. Ja. Auch wenn wir, wie gesagt, zum Typen-Nachteil sind, ziehen wir trotzdem eigentlich ganz gut. Ultra Instinct macht natürlich jetzt ein bisschen Damage, würde ich mal sagen. Der hat ja so über 1.000.000 Angriff gerade. Und zack. Los geht. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt, aber macht nichts. Killdriver kann natürlich mit Glück den Gegner stunnen. Leider nicht. Das hat weh. Okay, wir verwandeln uns weiter zum Super Vegeta, müsste das eigentlich sein, oder Super Saiyan 2. Machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal so. Denn ich habe ein bisschen Schiss. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht geizen mit den Items. Nehmen jetzt einfach mal hier den Achti, denn wir haben hier wieder Vegeta als erstes. Können ja mal gucken. Jetzt hat er schon 104.000 Death. Er hat aber allerdings 161.000 Death. Ja, wir nehmen für Vegeta nehmen wir die blauen, für dich nehmen wir gleich die Orbs hier und du kriegst natürlich die roten, wie es sich gehört. Und ja, jetzt kriegen wir ein bisschen weniger Damage, wenn er jetzt auch eine Ulti macht. Oh man, Vegeta ist gestunt. Das ist jetzt gemein. Aber die Attacke ist auch cool.
Das war gemein, dass mein Vegeta jetzt gestunt war. Aber es ist okay. Alles noch im grünen Bereich. Okay, der Thales ist jetzt gleich erstmal gestunt. Das finde ich nice. Nochmal, gerne. Arwen, okay, jetzt wird er natürlich noch ein bisschen stärker, glaube ich. Also ich denke es mir. Ja, aber er hat nur noch 3 Balken Leben, das ist dann also alles in Ordnung. Und er ist nicht mehr gestunt. Aber wir haben noch Death von vorhin. War ja alles gut. Jetzt achte mal auf das Leben. Aber wir kriegen immer Unmengen von Leben wieder zurück, wenn wir die richtigen Orbs einsammeln. War ja alles in Ordnung. Nein, das ist jetzt natürlich nicht in Ordnung. Aber wir ziehen wieder ein bisschen mehr als vorher. Und nochmal natürlich gerne. Ich hoffe natürlich, dass er sich gleich verwandelt. Das wäre natürlich auch super. Dann ziehen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, das wird jetzt ein bisschen wehtun. Aber es macht nichts. Obwohl 8900. Ja gut, mein Vegeta war jetzt gestunt. Das ist jetzt aber nicht mehr schlimm. Wir hatten ihn ja schon eingesetzt. Aber egal, Ultranzeck müsste jetzt wieder ein bisschen mehr ziehen. Ach ne, Thales ist ja jetzt wieder ein AGL-Typ. Das heißt also, ist nicht mehr so schlimm. Er war ja gerade ein Tech-Typ. Dann hat er ein bisschen mehr Schaden gegen mein Evo-Vegeta gemacht. Das macht er jetzt zum Glück nicht mehr. Gut, Super Saiyan Gott. So, Thales kommt nach hinten. So, wir gucken mal. Jetzt mache ich schon 160.000 und mein Gott, Vegeta macht 183.290 mit 134.000 Def. Das ist einfach klasse, geil. So. Vegeta, oh Gott, kriegen wir das noch hin mit 2? Glaub nicht, nee. Habe ich jetzt gerade nicht nachgedacht. Nee, haben wir leider nicht geschafft, scheiße. Aber egal, wir machen auf jeden Fall genug Damage. Und er macht uns ja eigentlich auch gar keinen Damage, so gut wie überhaupt keinen. Ja, da sollte es gleich besiegt sein. Auch wenn jetzt noch eine Ulti kommt, ist nicht schlimm. Ja, siehst du, also wir haben Vegeta nur mit einem einzelnen Angriff ohne Ult haben wir 158.000 Schaden gemacht. Aber wir haben die erste Mission damit ohne Probleme geschafft. Besser geht's auch gar nicht. Ein Item haben wir jetzt benutzt, aber das ist alles in Ordnung. Eins ist der Schwierige war jetzt der Tech Turles oder Thales. Also alles gut. So, wir haben jetzt, ja, wir haben Teamkost erhöht, zum Glück. Neuen Rekord von 10 Minuten. Ist okay. Allerdings brauchen wir für den Turles brauchen wir ein bisschen mehr. Sekunde. Genau. Wisst ihr, was ich gerade merke? Ich, Idiot. Ah, nee, alles gut. Ich dachte gerade, jetzt Super Attack Level 1. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Okay, wir fahren natürlich hier weiter, denn wir wollen natürlich den Turles hier hochleveln. Genau, wie viele Medaillen brauchen wir denn dann noch? Auf jeden Fall noch eine Menge. Ihr seht es ja, wir kriegen immer 14 pro Mission. Und wenn wir eine Turles fertig haben, dann... Ach fuck, wir kriegen nur 7 pro Mission, weil wir das nicht mehr haben. Das ist blöd. Das ist schön scheiße. Aber egal. Sollten wir trotzdem hinbekommen. Ja. Das ist eine schöne Scheiße jetzt gerade. Dass wir da nichts mehr bekommen. Ach komm, gib mir gut. Nein. 1. Fuck. Die hier am Anfang stellen natürlich kein Problem dar. So, eigentlich sollten die
alle jetzt sofort besiegt sein, wenn wir Glück haben. Also ich denke mal, weil Vegeta macht ja 1000-mal Schaden. Der andere Vegeta ist ja auch noch mit drinne. Noch 1 Million, seht ihr ja. Und nochmal. Okay. Jetzt haben wir gar nicht so viele Additional Attacks gemacht. Und zack, haben wir den auch besiegt. Jetzt kommt der nächste Vegeta, damit machen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Schaden. Zack. Und Attack-Type machen wir jetzt nicht so viel Schaden, weil das ist ja... Weil wir, da sind wir auch ein Typennachteil. So ist es ja auch. Okay, weiter geht's. Nächstes Team. Ich würde das eigentlich sogar schon so lassen. Genau. Und ein Kinnaken. Oh, ich finde die Attacke so nice. Aber Vegeta in Super Saiyan God war ja auch extrem nice auf im Broly Movie. Und Thales macht den Rest. Ibi. Oh, er wäre gestunt gewesen. Nice. Freuen wir schon, wenn wir den hochleveln können. Aber es wird halt noch ein bisschen dauern. Und wir verwandeln uns. So, wir gucken mal. Okay, alles in. Oh, 112.000. Scheiße, Mann. So. Ultra Instinct. Macht natürlich auch keine Probleme. Und der hier auch nicht. Okay. Ultra Stick macht 958.000 Damage. Das ist schöner Schaden. Eine Flash. 1 Million Schaden. Na gut, wir waren Typenvorteil, ne? Allerdings wird das jetzt hier, ist das jetzt hier das Schwerste, kann man sagen. Gut, man Vegeta verwandelt sich, das könnte uns jetzt um einiges leichter machen. Das hat er nämlich im letzten Mal nicht gemacht. Naja, ja, es ist halt leider ein Tech-Type für 6 Runden. Finde ich nicht gut, gefällt mir überhaupt nicht. Aber was soll's. Müssen wir durch. Wir haben auf jeden Fall für alle Ults, das passt. Eine 1.700.000 hat er einen Angriffswert. Das ist fucking nice. Aber wir ziehen kaum was, weil, ja, wir sind Typennachteil. Und wie geht's? Auch ein Basic-Angriff von 970.000. Das ist schon echt nice. Wenn der Thales natürlich hochgeupt ist und der Goku, dann wird es natürlich auch noch mal ein Stück besser. Aber, ja, das müssen wir dann testen. Und er ist gestunt. Ah, das ist eine gute Runde. Deswegen mag ich Thales in diesem Team so sehr. Der Stunt. Alles, was ich. Alles so ohne Probleme. Ah, nö, du kannst hier. Und dann ziehen wir mit dir durch. Oh, genau. Wir haben wieder voll live. Wir können ja jetzt sozusagen so durch angreifen, denn wie gesagt, er ist gestunt, er kann uns ja nichts. Und zack. 681.000. Fuck, nice. Über den müssen wir nachher auch noch hochappen. Da brauchen wir aber nur einen Versuch. Deswegen machen wir das auf jeden Fall danach. Wie gesagt, das wird aber noch einige Zeit dauern, bis wir den Thales gefarmt haben. So, Super Saiyan 2 Vegeta.
So, wir lassen das, glaube ich, mal so. Guck mal, 161.000 Angriff, 106 Verteidigung, 139, 87 Verteidigung, 212.000 Angriff. Fuck. Das ist nice. Für dich haben wir jetzt nichts, das macht aber nichts. Wir können ja die beiden hier für Vegeta nehmen. Dann passt das wiederum. Final Flash. Das ist so eine geile Attacke. Boah, die zieht auch so fucking viel. Und tot. Ah, doch noch nicht. Aber jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist er tot. Ja, tschüss. Und eine Million. Was? Ich sag ja, es ist easy. Sehr, sehr easy sind die ganzen Missionen geworden. Das Einzige, was mich natürlich ein bisschen aufregt, dass man nur alle Stunden diese Boost aktivieren kann, finde ich schade. Und dass sie beim Level Up nicht sich wieder erhöhen. Aber egal, was will man machen.